Hi, ihr Lieben. Ich hoffe, ich habe nicht allzu lange auf mich warten lassen. Eigentlich war ich ja gar nicht weg auf dem Mitgliederkanal. Konnte man mich ja immer noch finden. Aber es gibt manchmal so Zeiten, da muss ich mich einfach schon mal ein bisschen zurückziehen, um mich selber wieder aufzubauen, weil es einfach, ihr kennt das alle, im Leben immer wieder Menschen gibt, die an den Energien zubbeln. Und wenn das dann im Universum auch noch ein bisschen heftig geschieht, dann habe ich keine andere Chance, als mal eben den Stecker zu ziehen, um wieder bei mir anzukommen. Da bin ich jetzt. Und wir gucken mal, ob ich euch was Neues berichten darf. Ich habe in der letzten Woche festgestellt, dass so viele sich dicht gemacht haben, auch was den Seelenpartnerprozess anging. Das kennt ihr, das kennen die Ottos, das kennen wir alle, dass manche Dinge ja immer wieder dann anfangen zu stocken. Und mir ist auch aufgefallen, dass das Thema Schuld im Kollektiv ein riesengroßes Thema ist. Vielleicht hat das damit zu tun, dass wir jetzt gerade in der Phase sind, wo die alten Schulden aus vergangenen Leben losgelassen werden dürfen. Ich hoffe, dass es wirklich so ist. Ich habe das Empfinden, das wusch, kommt alles nochmal an die Oberfläche, um dann weichgespült zu werden. Ja, und ich glaube immer noch, auch wenn ich diese Woche schon mal aus dem Ego gesprochen habe, dass es hier in unserer Liebesgeschichte doch wichtig ist, dieses Herz flexibel zu halten. Und wenn man sich mit gewissen Dingen unsicher ist, vielleicht einfach mal nachzufragen, statt jemand anderem irgendwas in den Nacken zu klatschen, was der andere vielleicht so gar nicht aussenden wollte. Eigentlich hätte ich da denn jetzt andersrum drehen sollen, weil wenn ich so lange rede, dann meinen manche auch immer, ich hätte die Weisheit mit Löffeln fressen. So sehe ich mich überhaupt gar nicht. So sehe ich mich überhaupt gar nicht. Ich erzähle auf meinem Kanal einfach nur die Dinge aus meiner Sicht. Und letzte Woche war ich des Erklärens und Erzählens irgendwie müde und dann bin ich halt eben auch einfach mal still. Wenn das dann Abonnenten kostet, dann tut mir das leid, dass ich eure Erwartungen nicht erfüllt habe in dem Moment. Aber jeder Mensch hat ja einen Grund für das, was er tut und wie er es tut und warum er es tut. Und wenn man es nicht versteht, ist es immer besser, mal nachzufragen. Das habe ich heute Morgen ein weiteres Mal lernen dürfen. Ich hätte jetzt gerne gewusst, dein Otto, wie sieht er dich denn? Der sieht dich als eine Prinzessin an, als eine Prinzessin auf der Erbse, die einfach sehr sensibel ist und auch viel mitbekommt. Der sieht auch, dass du Königsqualitäten hast, aber an seiner Seite möchte er nicht, dass du die Königin bist. Er möchte, dass du die Prinzessin bist, damit er als Königssohn um dich werben kann. So war das in alten, früheren Zeiten und das ist das, was in seiner alten Seele auch noch abgespeichert ist. Er spürt, dass du immer wieder nach ihm suchst, vielleicht dich auch austauschst über ihn mit anderen Menschen oder zumindest viel über ihn nachdenkst. Aber mit deinem Suchen, die Seele sucht ja immer nach dem zweiten Seelenanteil und die meisten, die mir zugucken, sind in so einem Dualseelen- oder Zwillingsseelenprozess und all die anderen, ja, die können das auf die Liebe allgemein beziehen. Das ist halt eine sehr intensive Connection und deshalb will man da oft vorwegrennen, aber man schafft es leider nicht, obwohl ich hier sehr eigenständige Menschen im Kollektiv habe, die auch gut mal Nein sagen können. Er spürt, dass du auf der Suche bist nach Festigkeit, nach Stabilität, nach Leichtigkeit, nach all dem. Aber du suchst diese Leichtigkeit nicht bei ihm, sondern du suchst die irgendwo anders im Außen und das irritiert ihn, weil er fragt sich, warum kommst du nicht zu ihm? Ihr beide als Team, ihr könnt ganz schnell die Leichtigkeit zusammen wiederherstellen. Wenn der eine gerade schwer ist, dann färbt sich das im ersten Moment auf den anderen ab. Aber einer von euch schafft es immer wieder, irgendwo so einen kleinen Funken da rein zu schmettern, sodass die Welt danach einfach leichter aussieht. Er fragt sich, warum suchst du nicht bei ihm? Und dann kommt der Zweifel wieder mal um die Ecke.
Und dann denkt er sich, naja, vielleicht will sie dich überhaupt nicht mehr, vielleicht glaubt sie nicht an eure gemeinsame Vision, vielleicht lenkt sie sich mit anderen Männern ab. Wo es andersrum ist, da ist es andersrum. Ich erzähle jetzt für die Menschen, für die ich jetzt hier erzählen soll. Du bestimmst selber, ob du mit dem, was ich sage, in Resonanz gehst. Und ich betone es nochmals, es ist ja nur ein allgemeines Reading. Die Privaten, die schmeißen häufig ganz andere Karten auf den Tisch. Du siehst in ihm den in sich gekehrten, als ein, du siehst ihn manchmal als einen Menschen an, der ja, sich lieber auf die Zunge beißt, als zu reden. Der kann aber reden wie ein Prophet. Das kann er ja. Der in sich gekehrte, der eher vor dir wegrennt, der aber zumindest in der letzten Woche immer wieder nach dir Ausschau gehalten hat und dir vielleicht auch sein Licht zur Verfügung stellen wollte, dir vielleicht auch Energie spenden wollte, aber manche haben es nicht sehen können. Ich habe es auch nicht sehen können. Ne? Das passiert halt schon mal. Und dann ist es so ein altes Muster in dir, dass du nicht zur Last fallen möchtest, dass du niemandem hinterherrennst, dass es dir häufig so gegangen ist, dass du um Zeit bitten musstest, dass du gerne Zeit mit Menschen verbringst, die dir gut tun. Und tut dir irgendetwas nicht gut, dann rennst du irgendwo davor weg. Das ist irgendwie noch so ein altes Verhaltensmuster. Und da dürfen, glaube ich, auch im Kollektiv noch mal so ein paar Menschen drauf gucken, wenn man denn möchte. Der in sich gekehrte. Der ist automatisch in sich gekehrt, selbst wenn er mit anderen Menschen zu tun hat. Dann setzt er sich in so eine riesengroße Blase, wenn da gesprochen wird. Und das ist was, was ihn nicht interessiert. Dann lässt er das einfach durchrauschen. Gibt es aber ein Wort, was irgendein Signal für ihn hat, dann ist er sofort Standby. Welche Energie sendest du denn zurzeit aus in seine Richtung? Ich mache eigentlich immer recht kurzfristige Orakel. Ich würde jetzt mal sagen, das hier ist für die nächsten 1, 2, 3 Tage. Das kommt drauf an, wann ich das nächste Mal wieder am Orakeltisch sitze. Du sendest gerade aus, dass du Mensch bist, der alles hat in seine Richtung. Ob das so ist oder ob das nicht so ist, das lasse ich mal dahingestellt. Er ist der Meinung, du kannst dir alles leisten, was du so brauchst. Vielleicht hast du viele Tiere oder ein dickes Auto oder ein Eigenheim oder ein sicheres Einkommen. Und er hat den Eindruck, du knauserst mit dem, was du hast und möchtest nicht mehr teilen. Und für ihn bist du eine Frau, die sehr viele Qualitäten hat, die er sehr zu schätzen weiß. Der schätzt auch deine Intelligenz. Er hat aber manchmal das Empfinden, du setzt dich da auf einen Thron und sprichst ein Urteil. Und sprichst ein Urteil, ohne vielleicht genau zu wissen, was im Einzelnen vor sich geht. Und ihm ist schon auch wichtig, dass du deinen Überzeugungen treu bleibst. Aber er möchte auch, dass du ihm vertraust und voller Zuversicht auf ihn zugehst. Jetzt kratzt es in meinem Hals. Frag dich mal, warum. Weil er seinen Wert eben auch erkennt und das, was er im Hintergrund vorbereitet, vielleicht mehr ist als das, was du ihm zutraust. Er hat sich noch nicht ganz verabschiedet von seinen ganzen alten Glaubenssätzen, aber manche alte Glaubenssätze, die will man ja übernehmen. Gibt so ein paar Dinge, die will man doch übernehmen. Meine Eltern haben mir immer gepredigt, dass es wichtig ist, Menschen mit Respekt zu begegnen und auch von anderen Menschen respektvoll behandelt zu werden. Das ist ein Wert, den habe ich übernommen, weil wenn das nicht ist, was ist denn dann noch? Und er hat vielleicht ebenso noch so ein paar Glaubenssätze in sich schlummern, wo er denkt, wenn ich jetzt hier nicht dafür sorge, dass eine solide Grundlage geschaffen wird, dann kann ich nicht wirklich das Empfinden für mich haben, stolz zu sein, dieser Frau ein schönes Zuhause zu bieten oder wenigstens die Grundlage dafür.
Ich glaube, es wird heute was länger. Ich sage schon mal im Voraus, ne? Wenn ich lange geschwiegen habe, dann sprudelt es auch schon mal. Könnt euch ja in Etappen anhören. Und ansonsten, ihr wisst, ne? Ist ja kein Muss. Du hast vielleicht jetzt irgendwas rausgehauen, was ihn die Welt auch mal von der anderen Seite betrachten lässt. Vielleicht hast du was über deine Welt erzählt und deine Empfindungen zu dieser Welt, in der du lebst, wo er denkt, da ist vielleicht immer nur eitel Sonnenschein und immer nur Gemeinschaft und immer nur, ach was weiß ich, was er sich da für ein Bild gemalt hat. Und dadurch, dass du dich eine Weile zurückgezogen hast, hat er auch angefangen, die Dinge von der anderen Warte zu betrachten. Und trotzdem können da Fehlinterpretationen stattfinden. Und das wird ihm wahrscheinlich dann in der nächsten Zeit auch bewusst werden, dass es hin und wieder besser ist, miteinander zu sprechen, als die ganze Zeit da oben im Himmel zu turnen und sich zu erspüren, was denn da sein könnte. Okay, damit mache ich meinen Job hinfällig. Aber es ist ja schon manchmal gut, wenn man eine Bestätigung für die Intuition bekommt, wenn es aber um einen Menschen geht, den man irgendwie dann doch direkt ansprechen könnte, ist das, glaube ich, immer die bessere Wahl. Nur ich kenne das Team Otto auch ganz gut. Manche, die können sich da halt eben auch ziemlich dicht machen. Was sagt sein Herz, wollte ich sagen? Die Antwort ist nein, wenn du dich verschließt. Ich liebe dich. Und wenn ich sage, ich liebe dich, dann hat das was zu sagen. Und wenn du ja zu mir sagst, dann kann ich auch zu dir sagen, ich liebe dich. Ich ticke halt so. Ich habe es noch nicht abgelegt, mich eben nicht zu verschließen, wenn jemand meinen Wert nicht sieht. Ich dränge mich nicht auf. Ich zwinge niemanden, dass ich in sein Leben komme. Guck, das ist die schöne Spiegelfunktion. Du hast es ausgesendet, er sendet es dir erstmal zurück. Aber wenn du an uns glaubst, dann gehen deine deine Träume in Erfüllung und es ist doch eine große Liebe. Lass sie doch einfach in dein Herz herein. Dann könntest du jetzt sagen, jo, das mache ich schon seit, ich weiß nicht, x Jahren, sind schon viele, viele Jahre im Prozess. Wie sieht es denn mal mit einem Ausgleich aus? Auch das wird dafür sorgen, dass seine Welt für einen Momentchen im Kopf steht. Aber wie ist das? Gewitter reinigen die Luft und so, ne? Du sagst was in seine Richtung. Der Faktor Zeit ist das, was mich hier am allermeisten abtörnt, weil jeder Tag, den wir uns vermissen müssen, ist ein verlorener Tag, weil wenn wir die Dinge gemeinsam klären, dann ist das innerhalb kürzester Zeit erledigt. Okay, es gibt natürlich auch noch die wirklich da Szenarien noch vor der Nase haben, die stressig sind, die dürfen froh sein, dass da noch keine Zusammenführung stattgefunden hat, weil das hätte dann auch ja, eine fiese Schlacht geben können in manchen Einzelfällen. Aber ja, du bist vielleicht gerade noch ein bisschen skeptisch. Was du mit den Informationen, die du jetzt empfangen hast, so tust. Dein Standpunkt. Ich gehe checken, was er so macht. Ich setze Spione ein, die mir erzählen, was er denn so tut, damit ich mich nicht selber zeigen muss. Das wäre ja peinlich, wenn er jetzt das Gefühl haben müsste, ich interessiere mich noch für ihn. Ja, wenn du wirklich glaubst, dass das authentisch ist, das ist dann so die eigene Angst, ne? Die Angst, mehr zu geben oder aufzufallen oder Gefühle zu transportieren, wenn der andere eiskalt ist. Wir haben das Kämpfen noch nicht aufgehört. Das kommt aber auch noch. Was zeigt er so? Der ist verliebt. Also wenn er an dich denkt, dann hat er immer noch Schmetterlinge im Bauch. Und wenn ihr miteinander zu tun habt, authentisch, dann gibt es kein größeres Glück, was er empfinden kann. Und wenn du so bist, wie du wirklich bist,
Und vielleicht ein bisschen Transparenz zeigst, also ein bisschen transparenter bist, ihm erklärst, warum es dir vielleicht gerade nicht gut geht, ohne ihm da jetzt den schwarzen Peter für in die Schuhe zu schieben, dann ist das genau das, was ihn eher dazu bringt, Lust auf ein Date zu haben. Steht denn dein Zug gerade? Ich glaube, die Überschriften waren jetzt schon so ausführlich, dass ich für die nächsten kommenden Stunden dann einfach nur einen Spoiler mache. Das sollte dann ausreichend sein. Dir ist unterbewusst auf jeden Fall bewusst, dass ihr ein altes Paar seid und dass die schöne Reise in ein neues Leben gar nicht mehr so weit weg ist. Und dafür ist es aber wichtig, dich der neuen Zeit anzuschließen und den Reisen zu folgen, die dir ein gutes Gefühl geben. Das sieht er aber genauso. Ja, ne, man hat ja immer den freien Willen und man kann damit umgehen, wie man will. Ich erzähle das, wie gesagt, nur aus meiner Warte. Gibst du ihm aber ein gutes Gefühl, dann gibt er dir ein gutes Gefühl zurück. Auch wenn dir die Kommunikation nicht ganz so braucht wie du. Für ihn ist klar, dass er schon lange angekommen ist und dass die Trennung echt nur temporär ist. Für ihn ist klar, dass der Aufenthalt für euch beide hier für eine lange Zeit gebucht ist, weil das ist halt so. Der kennt sich als hoher Priester auch ganz gut aus mit den Seelenverträgen. Was habt ihr denn gerade zu lernen? Gibt vielleicht noch Abhängigkeiten bei einem von euch, irgendein Suchtverhalten, irgendwas, wo die Mäßigkeit fehlt, irgendwas, was unkontrolliert immer wieder abgespult wird, irgendwelche Abhängigkeiten. Kann von vielen Dingen abhängig sein. Man kann auch von Bestätigung abhängig sein, zum Beispiel, oder von Aufmerksamkeit. Und da darf irgend so ein Suchtverhalten halt eben abgelegt werden, entweder ist das auf deiner Seite oder auf seiner oder auf beiden. Oder auch überhaupt nicht, ne? Das weiß ich ja jetzt nicht, kenne ja dein Leben nicht. Aber wichtig ist, die Liebe zum Ausdruck zu bringen und mutig zu sein, immer wieder einen Schritt auf den Wunschpartner zuzugehen. Aus liebendem Herzen. Und wenn man einen schlechten Tag hat, darf man auch mal sagen: Ich bin heute sowas von kaputt. Was ist denn da los auf deiner Seite? Das versteht er. Auch wenn er sich nicht anklickt, er versteht es. Und wenn er es nicht versteht, dann darf man hartnäckig werden. Anders geht es bei so einem Otto einfach nicht. So, die nächsten 24 Stunden und du. Aber im Prinzip darf man alles, was das eigene Herz einem sagt, das kommt sowieso alles automatisch aus einem raus. Also sind immer Gespräche, da gehe ich nie strategisch dran. Und das ist das. Wie sehr brauchst du noch die Kontrolle? Wie sehr brauchst du deine Selbstkontrolle noch? Und wo ist es eine Strategie? Oder wo sagt dir dein Herz ganz genau, ich muss mich jetzt zurücknehmen? Ansonsten überrollt mich hier der Panzer. Und er geht dadurch, dass du halt eben so in den Kopf schießt, was ja als göttlich-weibliches Wesen gar nicht unbedingt deine Aufgabe ist, geht er in den Widerstand. Diesen Widerstand spürst du dann wieder und dann gehst du in den Widerstand und dann geht er wieder in den Widerstand, ja und dann. Im besten Fall wird er dann im Widerstand auf dich zukommen und du darfst dann in dem Moment seine Masken erkennen und diese Masken zum Fallen bringen, indem du hier zur Prinzessin dich degradierst und nicht die Königsqualitäten raushängen lässt. Und dann kommt ein Herz-zu-Herz-Gespräch zustande. Das ist schon echt eine bekloppte Story, ich sage es euch. Ach ja, gucken wir mal.
Ich bin mir auch dessen bewusst, dass nicht jeder versteht, was ich hier erzähle. Aber ich bin dankbar für jeden, der mir hier zur Seite steht und mir zum Ausgleich ein Abo schenkt, damit der Kanal halt eben auch ins Wachstum kommen kann. Und jede Bewegung auf meinem Kanal führt halt dazu, dass der Algorithmus bei YouTube angeschmissen wird. Ja, es ist Zeit, sich zu öffnen, das kann ich dir nur sagen. Es ist gerade für dich Zeit, dich zu öffnen. Die meisten, die mir zuschauen, sind Frauen. Das ist schon rein von der Physis so, dass die Frauen sich öffnen dürfen. Und es ist an der Zeit, hier dich zu öffnen, damit eine Klärung stattfinden kann. Was liegt dahinter? Die ewige Verbindung. Er hat den gleichen Wunsch wie du. Aber dafür muss er erst seine Vergangenheit hinter sich lassen und eine stabile Grundlage schaffen. Das ist so das, was er sich einfach in den Kopf gesetzt hat. Das war vielleicht schon ein Traum als kleiner Junge für ihn. Oder es ist sein Mutterthema, dass er seiner Mutter immer irgendwo ein stabiles Zuhause gewünscht hätte, was aber nie existiert hat. Vielleicht ist er als kleiner Junge umgezogen und umgezogen und umgezogen. Und er hat sich vielleicht so in Kinderfantasien gedacht, wenn ich mal groß bin, dann baue ich meiner Mutter ein Haus. Ja gut, du bist jetzt nicht seine Mutter, aber die Mutter hat da ja in letzter Zeit auch nochmal ganz schön die Fingerchen mit im Spiel. Ich glaube, das naht aber dem Ende. Ja, das ist das Ahnenthema, was ihn noch so ein bisschen in Beschlag hat, was ich aber zur jetzigen Zeit als relativ natürlich empfinde. Das wird er auch klären. Er bekommt hier beide eine Klarheit. Ich hoffe nicht, dass es für manche ein Streitgespräch wird, sondern wirklich ein Herz-zu-Herz-Gespräch. Und nach dieser Klärung wird er hier das Seelenbuch wieder mal genauer studieren und sein Herz unter die Lupe nehmen, weil er weiß selber, dass er das in der letzten Zeit sehr dicht gemacht hat. Und es wird vorwärts gehen im Seelenvertrag. Und wenn er eine Klarheit für sich hat, wird er auch eine Entscheidung treffen. Mehr ist für den heutigen Tag jetzt nicht zu sagen. Ich wünsche dir jetzt noch ein paar schöne letzte Sonnenstrahlen. Ich glaube, morgen soll es, ich glaube, fast überall in Deutschland deutlich kühler werden. Mir kommt das sehr entgegen. In diesem Jahr war mir die Sonne zu stechend. Das weiß ich auch nicht, was das für ein Empfinden war. Zu grell, zu heiß, zu stickig. Da war alles nicht gut. Und ja, so kenne ich mich eben auch nicht. Und man hat natürlich immer die Verantwortung, sich selbst wieder in seine Energie zu bringen. Aber wenn da von oben immer das kommt, ist das unglaublich anstrengend. Und dann ist es gut, irgendwie dafür zu sorgen, dass eine Klärung stattfinden kann. Auf welche Art und Weise auch immer. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, fürs Zuschauen. Und wir hören uns wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin.